Ich habe so ein bisschen meinen Vibe verloren, habe ich das Gefühl. Die Begrüßung ist sehr schwer, also sage ich jetzt einfach nur ganz normal Hallo, mir fällt sonst nichts ein. Ich dachte mir, ich mache heute mal so ein kleines Recap, was ich in den letzten Monaten gelesen habe. Nachdem ich ja länger keinen Lesemonat mehr hochgeladen habe, beziehungsweise allgemein halt sehr, sehr wenig Videos, wäre da mal ein bisschen was nachzuholen, aber ich kann gleich vorwegnehmen, ich habe quasi nichts gelesen. Ich glaube nur so drei, vier Bücher ungefähr. Ja, aber darüber können wir trotzdem gerne reden. Das erste, was ich nämlich gelesen habe, müsste ich euch hier einblenden. Das habe ich nämlich auf meinem Kindle gelesen und zwar auf unserer Interrail-Reise. Das war Regenglanz und ich finde, das Cover ist ja so, so schön. Die Bücher sind schon etwas älter, da gibt es auch einige in dieser Reihe. Und die habe ich früher schon sehr, sehr oft auf Instagram gesehen. Und irgendwie haben sie mich zwar immer angesprochen, aber ich habe trotzdem nie dazu gegriffen. Allerdings gab es das dann bei Amazon, wie nennt man das, bei Kindle Unlimited? Nee, nicht Prime Reading, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, das lade ich mir einfach mal runter und probiere es. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr an die Namen erinnern. Ich glaube vielleicht Julian und irgendwas anderes. War, glaube ich, ein ganz schöner Name. Ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Und auf jeden Fall ist sie Tätowiererin und er kommt eines Tages zu ihr ins Studio, weil er sein Tattoo, zu dem er sich überreden hat lassen, dass er das macht, das würde er sich gerne überstechen lassen, halt einfach verstecken quasi. Er hat natürlich dann einige Termine dort und bei den ganzen Sessions lernen sie sich besser kennen und öffnen sich auch gegenseitig und ja. Dann unternehmen sie halt auch privat was. Ist ja auch egal. Man merkt, ich bin sogar sehr eingerostet darin, zu erzählen, was in einem Buch passiert. Egal, es ist auf jeden Fall eine Liebesgeschichte und ich fand sie sehr schön. Es war sehr süß. Die Familie von dem Typen, der, glaube ich, Julian hieß, die war auch sehr toll. Also mir hat das Ganze sehr gut gefallen. Die Atmosphäre war schön und es war sehr schön beschrieben und ich konnte mich gut reinversetzen in die Charaktere und habe auch gespürt, dass sowas zwischen ihnen ist. Deswegen kann ich euch das sehr empfehlen. Ich weiß nicht, welche Bewertung ich dem gegeben habe. Ich glaube, vielleicht eh 5 Sterne. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, es hat mir gut gefallen. Und danach habe ich dann noch im Sommer endlich The Summer I Turned Pretty gelesen und zwar eben die gesamte Reihe. Das Buch ist von Jenny Han, genauso wie To All the Boys I've Loved Before. Das ist auch eine Trilogie und die hat mir ja richtig gut gefallen damals. Und dann wollte ich unbedingt die Bücher auch lesen. Hab sie mir dann auch, glaube ich, sogar Anfang des Jahres irgendwann mal besorgt. Allerdings halt nicht gelesen und jetzt erst sehr, sehr spät. Aber dann eigentlich gleich drei, alle drei hintereinander. Und die Serie habe ich danach auch geguckt. Die hat mir auch wirklich gut gefallen. Die Serie war zwar ein bisschen anders als die Bücher, das muss man schon dazu sagen. Aber ich finde, es wurde gut umgesetzt, also halt gut umgeändert auch. Die Geschehnisse in der Serie waren meiner Meinung nach sehr stimmig und auch die in den Büchern war sehr stimmig. Also sie haben das sehr, sehr gut umgesetzt, auch wenn ein bisschen was verändert wurde und Dinge in der Serie passiert sind, die da zum Beispiel gar nicht vorkamen. Die Grundstory war ja gleich, es wurde nur so drumherum ein bisschen was geändert. Naja, aber auf jeden Fall kann ich zu den Büchern sagen, dass sie mir auch sehr gut gefallen haben. Ich habe die auf Englisch gelesen und ich finde, sie sind sehr, sehr gut dafür, wenn man zum Beispiel erst anfängt auf Englisch zu lesen, weil es relativ leicht geschrieben ist und ich finde auch auf den Seiten, also es steht nicht so viel auf den Seiten drauf oder zumindest ist die Schrift größer und der Abstand ist größer dazwischen und dadurch kommt man auch schnell voran. Hier geht es darum, dass Belly mit ihrer Familie jedes Jahr im Sommer nach Cousins Beach fährt, wo die beste Freundin von ihrer Mutter ein Haus hat und dort verbringt dann eben Belly mit ihrem Bruder, mit der Mutter, dann der besten Freundin von ihrer Mutter und deren zwei Söhnen die ganzen Sommer. Allerdings ist diesen Sommer so ein bisschen was anders, denn Belly wird zum ersten Mal von Conrad, sagen wir mal, ein bisschen mehr beachtet vielleicht. Das ist nämlich einer der beiden Brüder. Und es gibt dann aber auch noch den anderen Bruder, und zwar Jeremiah. Und innerhalb von dieser Reihe ergibt sich da so ein bisschen so ein kleines Liebesdreieck irgendwo auch. Denn auch im ersten Band merkt man schon, dass Jeremiah auch ein bisschen verliebt ist in Belly. Also ja, es ist ein bisschen Chaos, es ist viel hin und her. Und
Ich habe auch sehr oft in den Rezensionen gelesen, dass viele einfach nicht mit Belly klargekommen sind, weil sie finden, dass sie halt einfach sehr, weiß ich nicht, die Dinge immer so ernst nimmt und immer denkt, dass sie halt so der Mittelpunkt der Welt ist und dass alles so schrecklich ist sofort und keine Ahnung. Das habe ich zwar auch irgendwo bemerkt, aber ich muss einfach dazu sagen, dass es für mich verständlich ist, weil sie halt da relativ jung ist. Also ich glaube so um die 15. 14, 15, 16 vielleicht so in den Büchern. Also ein bisschen später dann schon älter, aber am Anfang glaube ich hier so drin 15, 16. Und wenn ich mich zurückerinnere, dann war ich nicht wirklich anders. Also alles, was in dieser Zeit passiert ist, war einfach schrecklich. Es war ein Weltuntergang, sobald irgendwas schiefgegangen ist oder das und das war. Also ich finde, in dem Alter sieht man halt einfach so richtig kleine Dinge als etwas richtig Großes. Und deswegen kann ich das halt einfach sehr gut nachvollziehen, wie sie sich da gefühlt hat und wie sie sich verhalten hat. Und jetzt natürlich aus meiner Sicht ist es ein bisschen kindisches Verhalten, aber man muss sich ja eben reinversetzen, dass es halt aus der Sicht einer 15-Jährigen geschrieben wurde oder halt erzählt wird. Wenn ihr da aber so seid wie ich, dass es euch egal ist, beziehungsweise ihr euch da ganz gut reinversetzen könnt und einfach darüber hinweglesen könnt und einfach nur eine leichte Lektüre genießen wollt, die aber auch trotzdem auch wieder ein paar ernste Themen behandelt, dann kann ich euch die Reihe sehr empfehlen. Und die Serie dazu auch auf jeden Fall, vor allem, weil da die Musik richtig gut ist. Es kommt nämlich sehr viel Taylor Swift vor. Im Großen und Ganzen fand ich die Reihe gut gelungen. Man muss sich eben darauf einstellen, dass es da um jüngere Protagonisten geht. Es ist halt eine Young Adult-Reihe und deswegen kann man die Reaktionen oft nicht so ganz nachempfinden, wenn man es jetzt aus einer Sicht von einer etwas älteren Person sieht. Teilweise hat es mich auch traurig gemacht und ja, insgesamt bin ich begeistert. Tja, und das war auch schon alles, was ich gelesen habe in der Zeit. Ich glaube, ich habe mal so ein paar Bücher dann angefangen oder immer mal wieder wo so ein Kapitel reingelesen, aber so richtig voran bin ich nicht gekommen. Deswegen werde ich heute auch so einen kleinen Lesevlog noch drehen und einfach ein bisschen Zeit zum Lesen nehmen und schauen, dass ich mal weiterkomme und vielleicht wieder so ein bisschen mehr reinkomme, denn die Bücher habe ich jetzt auch schon vor einem Monat beendet, würde ich mal sagen. Wir sehen uns dann also beim nächsten Mal bei meinem Lesevlog wieder und ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so gelesen habt in den letzten Monaten oder von mir aus auch nur im letzten Monat oder in der letzten Zeit, einfach welche Bücher euch da besonders gut gefallen haben und welche ich lesen könnte. Und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich hoffe, es geht euch gut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!